Powered by Unreal Technology. NVIDIA. The way it's meant to be played. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Herzlich willkommen zu Let's Play Bioshock 2. Ich freue mich riesig auf dieses Projekt. Der erste Teil hat mir vor einem gut dreiviertel Jahr, glaube ich, ist das her, schon richtig, richtig gut gefallen. Und ich komme jetzt endlich dazu, endlich den zweiten Teil zu spielen. Natürlich, so wie der erste Teil, auch diesmal blind. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich weiß nichts über dieses Spiel. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los, ohne viel Vorgeplänkel. Und wir wählen einen Schwierigkeitsgrad aus und wir wählen wahrscheinlich Mittel. Leicht, du bist ein Shooter-Neuling, sind wir nicht. Schwer, du bist ein absoluter Shooter-Experte. Will ich mich jetzt auch nicht unbedingt bezeichnen. Also, wir haben bereits andere Shooter gespielt und wählen Mittel. Splice heißt die Bezeichnung für jene Bewohner von Rapture, die ihren Verstand durch die übertriebene Einnahme von Plasmin ruiniert haben. Splicer. 1958. Beneath the Atlantic Ocean. Daddy, das bist du. Komm, wir gehen spielen, Daddy. Noch mehr Engel, Daddy. Komm mit. Sehr schön. Er ist jetzt keine Gefahr mehr. Dies ist nicht deine Tochter. Verstehst du, was ich sage? Ihr Name ist Eleanor. Und sie gehört mir. Und jetzt knie nieder, bitte. Gentlemen, nehmen Sie ihm den Helm ab. Sehr gut. Nimm die Pistole. Halte sie dir an den Kopf. Feuer. Zehn Jahre später.
Wer bist du, der diese Geisterstadt zum Leben erweckt? Mein Name ist Tannenbaum. Und ich brauche dringend deine Hilfe. Ich versuche mich in der Bahnstation des Atlantik-Expresses. Okay, benutze BSD, um dich zu bewegen. Okay, damit nochmal herzlich willkommen zu Let's Play Bioshock 2. Wir spielen in diesem Spiel anscheinend einen Big Daddy. Was ist das? Eine Vita Chamber. Ja, die Hilfe, die kennen wir ja eigentlich alle schon. Egal, sollte es passieren, dass dich einer der feindseligen Bewohner von Rapture tötet, wirst du in der letzten Vita Chamber, die du passiert hast, wiederbelebt. Ein Teil deiner Gesundheit wird aber wiederhergestellt und du erhältst immer auch zumindest eine kleine Menge Eve. Vita Chambers funktionieren automatisch, sie müssen nicht aktiviert werden. Wenn du wiederbelebt wirst, solange du eine Little Sister bei dir hast, wird sie bei der Vita Chamber auf dich warten. Vergiss nicht, sie aufzuheben, bevor du wieder losziehst. Alles klar, wir spielen also tatsächlich aus der Sicht eines Big Daddies diesmal. Und die Little Sisters sind unsere Verbündeten. Und wir checken natürlich alle Hilfe durch, auch wenn wir einiges schon aus dem ersten Teil kennen. Zum Beispiel jetzt die Info mit der Little Sister, das ist natürlich neu. Nachrichtenziele, finde hier einen Weg hier raus. Das letzte, woran du dich erinnerst, ist dein eigener Tod. Aber du bist jetzt wieder lebendig, irgendwie. Ja, wir haben uns eine Knarre in den Kopf gehalten und haben einfach mal abgedrückt. Aufgrund der Befehle einer... Naja, die meint, die Little Sister gehört ihnen dabei. Es sind doch die Little Sister, doch die mehr oder weniger Kinder von Tannenbaum, oder habe ich mich falsch erinnert? Egal. Du bist in einem dir unbekannten Teil von Rapture aufgewacht und scheinbar ist viel Zeit verstrichen. Erkunde das Gebiet und sieh nach, ob du einen Weg herausfindest. Werden wir machen, hier haben wir unsere Karte und ja, wie man sieht, wir haben sehr viel zu erkunden. Das Luxury Resort. Adonis. Die Vita Chamber bringt sie ins Leben zurück. Werbung. Okay, wir haben tatsächlich nur Grenzes. Okay. Treibstoff. Aber wir können auch schlagen, glaube ich. Ja, genau. Sehr schön. Alter. Babylon ist gefallen. Sieht aber schon krass aus, wieder mal. Und wir sind natürlich, wie immer, in Rapture eine Unterwasserstadt. So, die will ich wohl... Ja. Die Korallen kann ich einfach so zerstören. Sehr gut. Hier werden wir uns gleich mal ducken müssen. Ich wollte es gerade sagen, ja. Können wir denn auch nachladen? Nein, wir haben keinen Bohrertreibstoff mehr übrig. Na, geht ja schon gut los. Die Adonis-Bäder. Hier ist das Loch einer Little Sister. Können wir da anklopfen? Wohl nicht. Gut, dann gehen wir mal gleich links herum, würde ich sagen. In Richtung da, wo das dieser Splicer herkam. Achtung, Hochspannung, Poolraumgenerator. Und ein Audiolog. Nein, ein Tagebuch. Doch, Lektion 1, ihr Superklempner. Ihr befindet euch jetzt unter dem Meer. Wenn ihr das sanfte Pochen von Wassertropfen auf eurem Helm hört, seid ihr schon gefeuert. Lektion 2, ihr könnt tote Generatoren mit einem direkten Funken starten, aber bitte erst die Gäste aus dem Pool scheuchen. Die Herren Geldsäcke erschrecken sich, wenn sie Arbeiter sehen, die Blitze schleudern. Kapiert? Okay. Ich bin bei Bioshock immer ein bisschen vorsichtig, weil das doch ein ziemlich creepy Game ist, muss man wirklich sagen. Und wir können uns Hilfe holen mit Hilfe von M, wenn wir mal nicht weiterkommen.
Zum Beispiel steht hier nichts drin. Nachrichten. Ach, ja. Lektion ja, 1, ja, 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 ja. Ihr befindet euch jetzt unter oh dem Gott, Meer. Ja, Hilfe, oh mein Gott. Von Wassertropfen auf eurem Helm hört, nein, 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 das gehen wir Lektion nicht alles durch. Ihr könnt tote Generatoren mit einem direkten Funken starten, aber bitte erst die Gäste aus dem Pool scheuchen. Die Herren Geldsäcke erschrecken sich, wenn sie Arbeiter sehen, die Blitze schleudern. Kapiert? Ja, da werden wir zuerst mal ein Blitzplasmid brauchen, so wie ich das sehe. Verstehst du? Ich wollte gerade sprinten, aber Shift ist ebenfalls der Schlag. Deswegen habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken in Kombination mit der Stimme. Ganz toll. Was haben wir hier? Kerzen, die wir ausgetreten haben. Ein Grammophon. Geh zum... Das mit Therapienflügel, ja, ernsthaft. Ich wollte mich umschauen. Ich dachte, die Pfanne sagt mir das gerade. Ach man, oh, ich will sprinten. Okay, da geht's noch nicht durch, oder? Sprinten ist... Ja. Sprinten ist natürlich so eine Sache. Wenn das ums Verrecken nicht gehen will. Gut. Aber springen können wir immerhin. Dann gehen wir mal in die Plasmidtherapie. Unfassbar! Lass mich! Schnauze! Gut, wir können dich plündern. Wir können auch dich plündern. Okay, wir haben hier 1540. 1540. Ja. Ganz kurz. Der Pfeil zeigt nach links, das heißt, wir gehen zuerst nach rechts. Wir werden immer alles so weit wie möglich erkunden und ja. Das sei nur gesagt gewesen. Da wurde wohl jemand ausgeräuchert, hm? Mein Mann ist ein totaler Idiot. Wirft sein ganzes Geld für Gentonika raus, um nur ja körperlich fit auszusehen. Das ist dann seine Ausrede, wieso er den ganzen Tag auf seinem Intern sitzt und Hörspiele im Radio anhört. Steven, sag ich immer, wenn du fit werden willst, geh ein paar Runden mit mir schwimmen. Auf die altmodische Art. Es ist dein Geist, der verkümmert. Vielleicht schmuggle ich ihm in Zukunft ein paar Brain Booster unter seine tägliche Dosis. Leiche, was ist das? Ernsthaft? Leichen! Ja, alles klar, gut. Ja, hab mal gesehen, was Schwimmen so gebracht hat. Gar nichts. Ein Tod in der Sauna, das hat's gebracht. Okay, wir gehen Richtung Plasmidtherapie. Sauna. Trainingssalon ist da hinten auch noch. Komm mal, bin ich hin. Ich will aber keinen Tipp. Mein Gott, ich will mich umschauen. Ist denn das so schwer? Türsteuerung. Eine Eve-Spritze nehme ich sehr gerne mit. Ein fettes Platschgeräusch, wenn wir hier in das kleine Bädchen hier steigen. Lamb sieht alles. Ja, das ist die Frau, die sich wohl für die neue Mutter der Kinder hält. Der Little Sisters. Plasmid. Sehr schön. Ich sehe schon, dass wir unser Elektrobolt-Plasmid bald wieder kriegen. Eve-Spender benutzen. Die Eve-Spritzen nehmen wir sehr gerne mit. Ich meine, warum nicht? Kerzen. Pam. So. Pam. Jawohl. So, wir haben auch irgendwo wieder Bohrertreibstoff her, sehe ich gerade. Vater. Wow. Kriegt euch ein. B
Please hurry, bitte beeil dich, Daddy. Ja. Electroboat Plasmid. Ne? Geschlafen. Ganz, ganz lange. Und Eleanor hat dich vermisst. Finde sie, dann geht es dir besser. Hallo, kleine... Little... Daddy! Sister, what the fuck?